Fast die Hälfte der Menschen in Deutschland sieht kein Problem darin, ungeliebte Weihnachtsgeschenke umzutauschen. Das ergab eine repräsentative Online-Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov unter mehr als 2000 Männern und Frauen. 46% empfinden die Retoure eines Geschenks demnach nicht als undankbar. 32% sehen einen Umtausch hingegen immerhin mit gemischten Gefühlen. 19% betrachten so ein Vorgehen als einen klaren Fauxpas. Im direkten Vergleich zeigen sich übrigens Männer, 21%, in dem Punkt empfindlicher als Frauen, 17%. Auch wenn viele froh sind, den Feiertagsstresstest hinter sich zu haben, gar nicht so wenige Leute würden gern öfter im Jahr Heiligabend feiern. Bei der Aussage, es ist schade, dass Weihnachten nur einmal im Jahr ist, stimmen 13% zu, das ist immerhin jeder Achte. Und 15% sind unentschlossen. 70% winken ab. Mehr zum Thema 1/Feiern ohne Familie, unser erstes Weihnachten. Kreativität und Dunkelheit, freie Gedanken nie fliegen. Die Umfrage zeigt, dass alte und junge Leute in Deutschland über den Kommerz hinaus völlig verschiedene Herzensanliegen haben. So wünscht sich die Generation 55 plus vehement, gesund zu bleiben oder zu werden, 61%, eine friedliche Welt, 45%, oder aber einen Lottogewinn, 41%. Das sind auch mit 40, 33 und 39% die Top-Wünsche der 18- bis 34-Jährigen, doch eben auf geringerem Niveau. Denn die Zukunftshoffnungen der jungen Leute sind viel breiter gestreut, etwa auch eine Gehaltserhöhung, 30%, eine besondere Fähigkeit bekommen, 29%, mehr Freizeit, 27%, und häufiger ausschlafen, 23%. Das sind alles Punkte, die die Befragten im Alter von 55 aufwärts kaum nennen. Mehrfachnennungen waren in dieser Kategorie möglich.